Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Hexit auf dem Mega Drake Server. Ja, ich hatte ja jetzt 2 Tage nicht gutes oder gar kein Internet manchmal. Und das ist jetzt gefixt, jetzt habe ich wieder relativ gutes Internet. Tut mir leid, dass 2 Tage nicht gekommen ist. Und währenddessen wurde ich und ein paar andere leider gegrieft. Und der Server war da nicht lange nicht an. Wahrscheinlich hat er auch den Server zum Absturz gebracht irgendwie. Und deshalb konnte ich gar nichts machen. Und Megacoolman und Novolem hatten keine Zeit. Konnten leider auch nichts machen. Schade, immer wenn ich keine Zeit habe, haben die auch keine Zeit. Das ist so frech. Ich bräuchte ein paar mehr Admins, also Owner. Aber da ich alle anderen nicht so gut kenne, ist es leider nicht so einfach. Alle Chocobos wurden getötet, ich habe neue gemacht, kurz ercheatet wieder, so wie sie im Stand von vorher waren. Und paar Sachen konnte ich retten und paar Sachen hatte ich sowieso schon versteckt. Und wo die sind, das sage ich natürlich nicht, aber sie sind ganz woanders. Und ich möchte jetzt mit euch in diesem Part mal ein bisschen vorbereiten, für Sicherheit sorgen bei mir und diejenigen, die auch gegrieft wurden. Oh, ich habe Game Mode dann. So, sorry. Die auch gegrieft wurden, würde ich empfehlen, eure Items einfach zu verstecken. Irgendwo in einem Rift oder so. Oder im Twilight Forest oder irgendwo. Und dann einfach sorgen. Am besten macht ihr Diamant-Chests. Versteckt die gut. In den Diamant-Chests macht ihr Rucksäcke. Und dann müsst ihr nämlich nur 1 oder 2 Diamant-Chests machen. Und das ist einfach das Beste. Da habt ihr eigentlich fast unendlich viel Platz. Weil die Rucksäcke auch so Chests groß sind und alles. Das ist die beste Möglichkeit. Und sorgt dafür, dass ihr nie jemandem sagt, wo die Kisten sind. Und außer den Owner eventuell, aber die Owner werden natürlich nichts mit dem anfangen zu wissen, außer eben ja eventuell die Sachen zurückgeben, aber da muss ich genau, also da müssen die anderen Owner auch genau wissen, wie am besten was ihr für Items gehabt habt und so weiter. So, wir machen mal eine Eisen Axt und machen den großen Baum noch um. Nein, hey, ich habe doch hier drauf gedrückt. So. Ja, leider wurde ich eben auch gedingt und habe es nicht so viel. Das wollte ich machen. So, ich bin ein bisschen müde und unkonzentriert, weil mich regt es einfach auf, dass Leute unbedingt hier griefen müssen. Was habt ihr davon? Ihr lebt dann in Angst, in Furcht und habt Probleme, wenn ihr grieft. Was genau habt ihr davon? Wenn ich merke, dass manche viele Items haben und genau die Items, die ich zum Beispiel besessen habe und andere besessen haben, dann habt ihr ein Problem. Weil, dann kann ich dafür sorgen, dass ihr nicht mehr auf den Server kommt. Ganz einfach. Weil das ist eine Schweinerei. Das hat auf unserem Server nichts zu suchen. Und wer es doch macht, wird Probleme haben. Ganz große Probleme. Nicht nur kleine. So. Also Axt, Baum. Jetzt. Komm. So. Heute habe ich endlich Arzttermin. Hey, das ging so lange. Toll, Löcher hat er auch gemacht. Oder ist das der Metroid gewesen? Ja, heute habe ich Arzttermin endlich. Da kann ich endlich mal meine Schmerzen zeigen, die ich im Bauch habe. Was genau, weiß ich nicht. Aber es ist wahrscheinlich so ein Harnstein oder so etwas. Das macht fürchterlich weh, wenn er zieht. Und den muss ich auch noch rausoperieren, hoffentlich nicht. Dass es noch keine Mittel dafür gibt. Ah, ich hasse solche Sachen. Also, ich möchte gerne ein bisschen Oakwood,
Dschungelwut haben. So, und ein Teil so. Und jetzt machen wir hier oben mal ein bisschen flach. Damit wir unser Haus hier bauen können. Und für die Neuen, die gerne auf den Server wollen, macht eine Bewerbung über meine E-Mail-Adresse im Part, Ankündigungspart vom Server. Und wenn die Bewerbung gut ist, wenn ich euch vertrauen kann, dann dürft ihr auf den Server kommen. Aber immer schrittweise, also ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen Geduld haben. Weil ich muss schauen, dass nicht Leute auf den Server kommen und gleich griefen. Und ich muss sie auch ein bisschen beobachten können. Und das geht halt nicht, wenn 20 auf einmal auf den Server kommen. Kann ich nicht alle beobachten. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Was ist hier drin? Nur Schrott. Ja, also, es dürfen Leute auf den Server, aber eben die mit den besten Bewerbungen kommen zuerst, die ich auch vertrauen kann und die halt nicht nur leere Worte hinzufügen in den Bewerbungen. Das bringt euch nichts, das bringt mir nichts, das bringt allen nichts. Und eben, das ist einfach nicht mehr passiert, dass wir nicht mehr gegrieft werden. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So. Auf den Seiten machen wir jetzt dieses Dschungelholz. Und dann holen wir Basalt. Dann tauschen wir diese Bretter mit Basalt aus. So. Hier auch. Dieser Busch dann mal irgendwo umplatzieren und so weiter. So. Also für alle nochmals. Wohngebäude sind kein Kriegsgebäude. Es gibt, wird Kriegsgebäude haben, da könnt ihr genug kaputt machen, aber ja. Es ist ein Server, der halt Rollenspiel besitzt und wir halt auch PvP brauchen. Und wenn es da manche nicht verstehen können, dass Wohngebiete keine Griefing-Gebiete, nichts sind, dann muss ich leider eben härtere Maßnahmen machen. Eventuell muss ich wirklich Bucket irgendwie hinkriegen, dass man wenigstens die Kisten schützen kann oder die Gebiete schützen kann. Weil anders geht's halt nicht. Es gibt immer wieder freche Leute. Und ja, da gibt's halt manchmal Probleme und damit muss man umgehen können. Und wenn wirklich hart gegrieft wurde, dann kann ich auch die Server zurücksetzen, also ein Backup laden. Aber mache ich heute auch ungern, weil vielleicht haben andere Leute dann wichtige Sachen gefunden und so. Und das Zurücksetzen macht dann, ja, hat denen, ja, es ist halt nicht so nett. Versteht ihr? Das Zurücksetzen auch. Aber für hinten könnte man es nicht. Und es bringt überhaupt null dem Griefer oder auch Items zu stehen, bringt überhaupt nichts. Holt euch die Items selber, es gibt noch so viele Sachen. Und ich habe auf der Map geschaut, ich habe die Map mal geladen. Und ich habe auf der Map geschaut, es gibt noch genug Möglichkeiten in eine Richtung zu gehen und dort noch unerkundetes Gebiet zu finden. Also
Es ist noch leicht. Nutz die Zeit, die ihr noch habt, bevor die ganz vielen kommen, die Profi-Leute kommen und so weiter, die dann alles wegnehmen. Und sobald es die Möglichkeit gibt, werde ich eben mehrere Welten machen und alles mögliche. Also da gibt es vieles noch zu verbessern natürlich. So, wir machen hier mal ein bisschen besser. Machen hier mal das weg. Das Loch brauchen wir nicht. So. Dann können wir nämlich hier oben den Garten nochmals machen. Aber der Garten kommt sowieso bald weg, weil wir jetzt eine Untergrundbasis haben, wo wir das anpflanzen. So, einfach eine Chocobo-Basis, Chocobo-Farm. Okay, das verwandelt sich in Wasser. So, hier noch ein bisschen gerade machen. Und hier. Und hier. So. Also, dann haben wir hier das Fundament. Jetzt könnten wir... Ja, müssen vielleicht anderes Holz oder so holen. Oder eben diesen Basalt. Basalt haben wir leider nichts mehr. Der wurde wahrscheinlich auch gestohlen. Oder haben wir gar noch nicht abgebaut. Ja, gehen wir in die Mine. Oh, das Obsidian ist auch weg. Aufs nächste Mal werde ich dann Ding holen. Diamanten. Und dann werden wir... das ist wahrscheinlich auch... Das ist vereist. Da kommen wir gar nicht runter. Dann gehen wir mal in eine Höhle hier runter. Und schauen dann mal, ja, was da unten ist. Ich sehe es nicht ganz genug gut. Ja, hier ist der Spawner, der ist noch da. Können noch ein paar Gegner besiegen. Die Level sind von der Monsterfalle von X0 Racer X0X. Und bitte lass doch nicht diese Koppels hier. Das ist eine Frechheit. Ich werde mal die Eisenspitzhacke benutzen. Das verschandet die Gegend, die kommt doch auch anders irgendwie hoch. Ich müsste nicht immer den direkten Weg nehmen und neue Blöcke hinbauen oder abbauen sogar. Da unten ist nichts. Ja, ihr hört es vielleicht, ich bin auch ein bisschen heißer oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich auch wegen der... Wegen den Schmerzen halt. Ja. Bisschen ruhiger. Bisschen unkonzentrierter, aber es wird bald wieder besser sein. Also die nächsten Parts werden wahrscheinlich wieder besser sein. Und ja. Es gibt halt einfach Probleme auf einem normalen Server. Aber da ist eigentlich Minecraft schuld. Da ist Mojang schuld. Die machen keinen Grafikschutz, die machen nichts. Das muss immer Bucket machen und das ist das Problem. Ja, danke, aber kann ich bitte... Ah, der... Ja, jetzt. Der Baum soll einfach umfallen. Wieso ist dieses Tricaptor-Plugin so scheiße? Hey, du. Na, da haben sie irgendwas nicht richtig verstanden, dass man mit Tricaptor natürlich alle Blöcke alle vom Baum abbauen will und... Wenn das nicht geht, dann ist das Precaptor-Plugin für den Arsch. Das geht gar nicht. Das sind wahrscheinlich einfach Mob-Blöcke, die nicht erkannt werden. Okay. Frechheit. Machen wir aber alles weg hier. So. Und regnen tut es auch wieder. Und es ist auch wieder zu laut. Weil es eben eine alte Version ist, kann man den nicht getrennt. Der Regen war früher immer zu laut. So. Das ist das Problem. Hexit muss in einer neuen Version rauskommen. Sonst gibt es einfach... Ja. Liebe Entwickler, macht sie endlich weiter. Macht die Version zu einer guten Version. Es gibt ja Beta-Versionen, aber die sind 4 Monate her. Wahrscheinlich wird auch gar nichts momentan gemacht. Das ist eine Frechheit. Ein bisschen Sand.
So, auf jeden Fall werden jetzt ein bisschen mehr Parts kommen, damit ich ein bisschen schneller vorwärts komme, weil ich hinke allen anderen Spielern hier auf dem Server hinterher. Und sonst muss ich leider, ja, wenn es keine Möglichkeiten mehr gibt, hier etwas zu machen, muss ich leider das Projekt dann Singleplayer machen, weil es einfach nicht geht, oder nur für Let's Player offen machen, den Server. Aber das hoffe ich jetzt nicht machen zu müssen. Die Möglichkeiten sind leider begrenzt für Neueinsteiger hier auf dem Server, weil es nur eine Welt gibt. Ich bräuchte unbedingt Multiverse. Also wer weiß, wie ich Bucket hier drauf bekomme auf der Version 1.53 für Hexit. Und wer weiß, wie ich dann die Plugins finde, wo ich sie finde und so, der möge es bitte in die Kommentare schreiben. Würde mir sehr natürlich weiterhelfen. Ah Leute, hey. Ich brauche ein Cheat-Plugin, damit ich weiß, wer diesen blöden Mist hier immer hinbaut. Auf dem Groupcraft-Server ist es so leicht. Aber dort wird natürlich auch gegrieft. Die Leute verstehen es einfach nicht, dass das nichts bringt. Und dass die Server, dass die Leute gleich wieder gebannt werden, wenn sie so einen Mist machen. Auf Dauer. Aber hey, auf Hexit geht's leider nicht. Aber ich denke mal, ich werde, sobald ich wieder Bock habe auf Vanilla, natürlich das Groupcraft-Let's Play weitermachen. Weil auch schon viel wieder passiert ist. Dankeschön dafür, für die Leute, die auf Groupcraft so viel machen. Und ja. Mal schauen. Also ich bin ja einer, der eigentlich alte Projekte immer wieder nach vorn, also ja, herausbringt, neu, also weitermacht nach einiger Zeit und so weiter. So, das Bett mache ich in diese Seite. Und die Küche und alles mache ich auf diese Seite. Wir brauchen Dschungelholz. Müssen noch Dschungelholz holen. Und das müssen wir wegmachen. So, schauen wir noch die neuen Hölzer an. Ja, das muss, Bett muss auch, nein, das ist eins vorne, genau. So, ah, da ist noch ein Baum. Dschungelbaum, den können wir fällen. So. Ja, da brauche ich nicht. Da gibt noch Sternestücke. Der Komet. Oder Sternschnuppe ist das. So. Jetzt sind wir fertig. Jetzt haben wir auch dieses Dschungelholz wieder. So. Also, den Boden haben wir. Jetzt schauen wir mal. Ja, das ist eben ein Holz, was nicht so eine männliche Farbe hat. Und das andere. Wieso habe ich hier ein Trap Chest? Aha, verstehe. Jemand wollte mir ein Scherz spielen wahrscheinlich. Nein, nein. Die Trap Chest ist wahrscheinlich von irgendwo anders, wo ich sie abgebaut habe. Vielleicht von einem Turm, wo ich noch kurz war, um zu sehen, wie schwer die Türme überhaupt sind. Und 1, 2, 3, 4, 5. Das sind alle 4. Ich müsste das irgendwie, ja, das machen wir später. Genau. So, und ich muss eben schauen, dass wir dann losgehen, dass es sich auch lohnt, oder? Also, wir brauchen Leder. Das bekommen wir durch dieses Fleisch. Das haben wir leider gerade nicht, das Zombie-Fleisch. Wieso habe ich jetzt so wieder Hunger? Immer Hunger. Voll die Freche. Ich wollte schauen, ob wir noch Ding haben, Fleisch. Zombie, also verdorrtes Fleisch. Nein, haben wir nicht. Wir können ja mal kurz gehen, aber nein, die Spawner sind weg, die wurden auch gegrieft wahrscheinlich.
Da müssen wir eine andere Möglichkeit finden, an Leder zu kommen. Ja, wir machen im nächsten Part eine große Erkundung, halt ohne Rucksack. Und ich schaue dann vor dem Part, in welche Richtung es sich lohnt zu gehen und so weiter. Also, bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.